Hello people and welcome back on my channel. It's Shorty here and yeah. Today I have a new game, but it's on German. That's why I'm changing for to German. Sorry for my English followers, but next time again, okay? So, jetzt auch mal nochmal ein herzliches Hallo von mir auf Deutsch. So, wie ihr seht, ist das neue Update gekommen. Und ich wollte halt noch ein bisschen rollen. Wir haben hier insgesamt 5 Accounts zur Verfügung. Und ja. Als erstes mal, was ist überhaupt passiert? Wir haben hier einen neuen Helden. Der heißt Sasquatch, hat keinen Skin. Werte sind ganz okay, 900er Angriffsgeschwindigkeit. Ich habe auch schon Let's Play dazu angeguckt. Das ist außerdem einer der ersten Helden, die auf Fähigkeitslevel 12 gebracht werden können. Dazu aber später noch was. Uns interessiert gerade erstmal 10, weil die 12 ist ein bisschen umständlich zu erreichen gerade. Alle gegnerischen Einheiten im Einflussbereich erhalten über die Dauer von 5 Sekunden bis zu 2040% Angriff und werden jedes Mal für 0,9 Sekunden eingefroren. Wenn sie Schaden von diesem Zauber halten, der Held erhält außerdem 5 Sekunden Immunität gegen Koma und Furcht. Abklingzeit 7,5 Sekunden. Wird der Held angegriffen, dann stellt dieser LP in Höhe von 200% Angriff wieder her. Abklingzeit 0,2 Sekunden. Man kann jetzt dazu sagen, dass er wieder ein OP-Held ist, weil alle 0,2 Sekunden hielt er sich sozusagen ziemlich viel wieder voll. Zudem der Schaden. Allerdings ist es eher random mit dem Schaden. Also man wird sehen, wie OP er ist. Ich habe zwar schon Let's Play dazu gesehen, aber ja. Machen wir erstmal hier ein Ei auf. Und tun die Dinger hier weg. Dann was noch? Wie ihr alle wisst, gibt es bestimmt auch ein neues Pet. Ja, hier. Es kann nur von offiziellen Events, also durch solche Pet-Taschen, warte mal, hier, Bazaar, vom Bazaar, solche Pet-Taschen kannst du es rausbekommen, beispielsweise. Auf meinem zweiten Account habe ich das schon, auf meinem ersten Account war ich leider nicht so lucky. Ja, gucken wir mal, was er kann. Er hat nämlich auch eine OP-Fähigkeit, ich habe mir das schon durchgelesen. Wenn Ruduf, übrigens ein witziger Name, Held angegriffen wird, entfernt Ruduf alle negativen Buffs von zwei nahen verbündeten Helden und heilt diesen um 240% Pet-Angriff. Abklingzeit 5,4 Sekunden. Das sieht man hier schon wieder, es werden immer neuere OP-Helden und OP-Haustiere rausgebracht. Ja, aber mal sehen. Räumen wir erstmal. Snorzilla, schön. Wir sind hier in der Winterjahreszeit, deswegen. Ja, schön. Wie viel sollen wir verrollen? Was sagst du? Oh, wie viel hast du denn? 2600. Und ich hätte noch 1000 im Lagerhaus. Bis 300. Bis 300 runter? 2300? Nein, bis 300. Dass du 300 noch hast? Ja, dann muss ich die hier vom Lagerhaus auch mitnehmen. Ja. Okay. Also vielleicht habt ihr es nicht gehört, weil mein Kumpel hier ziemlich leise ist. Kommst du her? Ich habe hier mein Mikrofon, dich hört man nicht. Okay, einer Roll, drei Roll, was zuerst? Einer Roll, okay. Nix. Dreier Roll, einer Roll. Mach du einfach, wie du willst. Drei, okay. Eins, drei, drei. Harpienkönigin, schön. Ja, es bringt mir nicht viel. Ich habe schon zwei davon. Mindestens. Ein Dreier Roll noch. Santa Boom. Und eine Assassine. Schön. Das bringt mir alles irgendwie gar nichts. Naja, jetzt kommen wir weiter hier. Es gibt ein neues Ding, ich weiß nicht, wie das heißt. Wie heißt es nochmal? Lass mal gucken. Also, das heißt hier zum Beispiel Stille Hügel. Hier seht ihr 6 Helden. Die 6 Helden könnt ihr mittlerweile auch auf Fähigkeitslevel 12 bringen. Und was ich cool finde, es gibt mittlerweile auch eine Geschichte dazu, die ich jetzt euch vorlesen werde. Die Mitglieder der Untoten Legion versammelten sich auf den stillen Hügeln, unbeirrt von der eisigen Kälte und der bedrückenden Atmosphäre von Verzweiflung. Stillschweigend erwartete Grimfind lehnend an einer eingestürzten Steinsäule, während Skeletica mit seinen enormen Schwingen die Lüfte über ihm durchstreifte. Bald darauf traten auch schon Vlad Dracula und Todesritter auf den Platz, dicht gefolgt von Werwolf, der von Zweifeln geplagt zu sein schien. Mit einer Geste von Wiedergängern, ihrem Anführer, machten sie sich auf den Weg zu ihrem Ziel, die königliche Hauptstadt. Also die königliche Hauptstadt ist sozusagen der Feind von von der Legion der Untoten und andersrum, ihr wisst schon, was ich meine. Dann haben wir hier den nächsten Band auch noch freigeschaltet. Den dritten habe ich leider noch nicht freigeschaltet, dafür muss ich noch ein bisschen was tun. Die stillen Hügel stellten einen starken Kontrast zu den Erinnerungen dar. Wow, Rechtschreibfehler incoming. Die Wiedergänger an diesen Ort hatte. Es waren mehr als 1000 Jahre vergangen, aber seine Gedanken an den einzigen Aufstieg seines Reiches waren noch immer frisch in seinem Kopf.
Die Invasion der königlichen Hauptstadt mag zwar gescheitert sein, aber den Wiedergänger war dies egal. Sein eigentliches Ziel waren schließlich die Menschen, die er gefangen genommen hatte. Letztendlich würde er seine eigene Armee vom Leibeigenen haben. Schön. Ja, wie ihr hier auch seht, Grimfang ist bei mir der stärkste von den Evolvierten hier. Und hier könnt ihr durch diese Dinger hier, die ihr nur durch das Leveln von den Helden kriegt, durch das Leveln und ich glaube die Fähigkeiten der Helden, Fähigkeitsleveln der Helden, könnt ihr solche blauen Dinger bekommen. Ich habe im Moment 8000. Steht hier sogar. Die Menge entscheidet über das maximale Schicksalslevel der Helden eines Gebiets. Das Schicksal errechnet sich aus den allen verschiedenen Leveln aller relevanten Helden. EP, Fähigkeit, Talent, Einmessung, Ausrüstung, Verstärkung und Verzauberung in diesem Gebiet. Ah, so, sogar noch mehr. Hier seht ihr, hier kriegt ihr random Effekte, die eigentlich nicht schlecht sind. Die sind halt ziemlich klein am Anfang, aber ab Level 20 wird es interessant. Wir kriegen nämlich hier ab, sobald wir 9500 haben, oh, das wäre mir sogar bald, ein Fähigkeitslevel dazu und ab Level 40 sogar nochmal eins. Also das heißt, wir können unsere Helden dann auf Fähigkeitslevel 12 machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und zwischendrin seht ihr halt so Angriff, ja, geht so. Ich glaube, insgesamt kannst du so 50.000 Leben kriegen oder so und etwas mehr als 2.500 Angriffspunkte oder so, ich weiß es jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall, das war das jetzt hier. Und dann gehen wir mal weiter zu der königlichen Hauptstadt. Hey Fellknäuel, kannst du das Geheimnis hinter dem Luxus der königlichen Hauptstadt? Kennst du das Geheimnis? Entschuldigung. Nun, die Antwort ist Krieg. Während Valentina und Paladin die Hauptstadt mit Hexenmeisters Hilfe beschützten, wurden zahllose Menschen, die außerhalb der Palastmauern lebten, aufgegeben, zurückgelassen, um sich selbst gegen die Untote Legion zu verteidigen. Die Mauern konnten jedoch nicht die verzweifelten Appelle und Schreie der Sterbenden und Verletzten zurückhalten. Hey, würde es dir etwas ausmachen, deinen Baum zur Seite zu bewegen? Du unterbrichst meine Geschichte. Also, damit ist der neue Held Sasquatch gemeint, den ich ja schon vorhin gezeigt habe. Natürlich. Da habe ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht so viele, weil, ihr seht hier schon, es sind teilweise, ja, der Scharfschütze ist ein absurder Held, den da reinzutun. Alle anderen sind legendär, bloß der Scharfschütze und der Werwolf sind es halt nicht, aber die passen halt zur Geschichte dazu. Während dieser schrecklichen Augenblicke erschien ein elfischer Scharfschütze. Scharfschütze, grüner Held, ist jetzt nicht so toll, aber ja, was wollen wir denn da machen? Erschien ein elfischer Scharfschütze und rettete eine Gruppe Kinder von der Untoten Legion. Während ein paar Überlebende diese heroische Tat feierten, denunzierten andere Valentina, weil sie ihrem Schicksal überlassen hatte. Aber wer weiß schon wirklich, ob Valentinas Taten richtig oder falsch waren? Ravr? Ach, vergiss es, ich habe sowieso keine Antwort von dir erwartet. Ja, also hier geht es wieder um den Sasquatch, wie immer halt. So, was ist noch gekommen? Wie immer wurden halt die Plätze hier um 10 erweitert. Ich scroll nochmal kurz zurück, damit ihr sehen könnt, was ich so alles habe. Ich muss mir da bald auch wieder was kaufen, aber noch nicht jetzt. Da, also die Rune braucht jetzt nicht unbedingt wissen. Was natürlich wahrscheinlich eher so interessant sein wird, sind die Helden, deswegen mache ich hier ein bisschen langsamer. Da, das ist der Santa Boom und wo ist die Harpie? Die zweite Harpie, die wir heute bekommen haben. Santa Boom ist gut für Evo, weil den habe ich erst seit einer Weile und deswegen, ja, mal gucken. So, was haben wir hier noch? Heute gab es eine Talent Reroll Karte übrigens geschenkt für 1. Und ja, was? Ihr denkt euch sicherlich jetzt, was war das gerade für ein grüner Stein? Genau, also das hier braucht ihr auch wieder für dieses neue Ding, wo ich euch gerade gezeigt habe, um das zu leveln. Also alle 5 bis 10, ich glaube, also, man muss mal gucken. Alle, ja, 10 Level, nee, alle 5 Level brauchst du solche Dinger. Je nachdem, welche Rarity die halt haben, brauchst du mehr oder weniger. Also, der braucht zum Beispiel nur 5 und mein Hexenmeister braucht jetzt halt 16. Genauso wie der Paladin 16 braucht. Und da es halt 40 Level gibt, müsst ihr das 8 Mal machen. Ja, ihr braucht aber später auch mal diese blauen und roten. Das heißt, es geht richtig in die Ehre, aber für Max-Ausspieler würde ich schon sagen, dass es eigentlich ganz okay ist, weil ja, die wissen ja eh nicht mehr, was sie mit anfangen sollen. Da das mein erstes Video ist, werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Also, ihr seht ja schon, meine Base ist ziemlich hoch. Mauern alle Max. Ups, das war falsch. Ich warte übrigens gerade auf einen Name-Change, den gibt es auch seit dem letzten Update. Der kostet 25.000 Orden und ich möchte mich dann zu Shorty, also zu meinem Kanalnamen, umbenennen. So, Heldenaltar. Ihr wollt sicher wissen, welche Helden ich habe. Die haben jetzt nicht so die Megatalente. Das beste Talent ist jetzt halt auf Aries 5er Quicken, auf 5er Leuchten, 8er Bersi, 10 von 10. Ja, gut, Runen bin ich jetzt nicht so fortgeschritten. 7 von 8 Streuung, das muss ich bald nur noch auf 8 machen.
Was haben wir da noch so? 4 von 8 Lebenserzug. Ja, geht so. 3 von 8. Hier haben wir 4 von 5. Ja, das sind halt so meine ganzen Helden, die ich halt derzeit rumgambeln habe. Wie ihr seht, sind viele Kürbisse und sowas dabei, auch viele Eros. Und ja, ich habe hier gerade. Ja, da muss man mal gucken. Habe ich da noch so ein Feld? So, nee, ich habe nur so ein 3-Kammer-Steine. Nee, ich habe gerade kein so Feld. Ja, auf jeden Fall, ich habe euch. Ich verspreche euch, es gibt jetzt noch mehr. Hier ist übrigens meine Gilde, Beringmosser, die ist richtig gut. Könnt ihr euch bewerben? Ich weiß gar nicht, ab 70.000, 80.000 macht. Ihr müsst halt aber, wie dich halt hier steht, aktiv im GK und FK teilnehmen. Und ja. Wir sehen uns dann auf dem anderen Account. Bis gleich. Also Leute, wir sehen uns nicht gleich, wir sehen uns jetzt nochmals. Tut mir leid. Ich habe ein paar Sachen so bemerkt. Erstens mal, ich habe zu viel Videomaterial, dass es nur in ein Video passt. Ich mache daraus zwei oder drei. Und zweitens mal habe ich ein paar Sachen vergessen und habe auch neue Informationen. Es ist, muss ich leider sagen, es ist leider 2 Tage später aufgenommen worden, da ich halt keine Zeit hatte. Vor 2 Tagen und dann gestern war ich nicht zu Hause und wenn da jemand die ganze Zeit dazwischen steht, ist es natürlich auch nicht so toll. Und zwar, es gibt zwei neue Talente, die werde ich euch jetzt dann mal kurz einblenden. Wie ihr gesehen habt bestimmt, das waren Schärfen und Schwächen. Nee, doch, Schärfen und Stärken, nicht Schwächen, Entschuldigung. Das sind die zwei neuen Talente. Stärken kannst du, bei dem kannst du, wie ihr sicher schon gesehen habt, also wer nichts Englisch kann, es füllt halt die Energie pro Sekunde um 33% auf maximales Level 8 von 8. Soweit ich weiß, gibt es das als Rune. Es ist richtig OP, vor allen Dingen für die Helden, die Eile haben. Also wer zum Beispiel jetzt mal hier ein Hexenmeister hat, dem kannst du es gut geben. Der hat Eile, der macht Autoproc, das geht. Was wäre noch ganz toll? Scully, ja, vielleicht. Ja, Harpie auch. Sowas halt. Es ist für alle Autoproc richtig mega OP. Und bei der anderen wird sich es halt noch zeigen. Und dann gibt es halt noch Schärfen, das finde ich auch ziemlich gut. Das kannst du halt 30% kritischer Schaden wird erhöht. Also die Chance, dass du einen kritischen Schaden machen kannst und auch der kritische Schaden, soweit ich weiß, wird erhöht. Und bis zu 30% auf 8 von 8. Und dazu noch die Genauigkeit, damit du halt besser triffst. Ist es, dass du halt nicht so dran steht, Miss, 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 weißt schon, dass du halt Schaden machst. Ja, es wird sich zeigen. Also meine Clankameraden haben schon vorgeschlagen, auf Lady Boom wäre das super. Die macht eh schon so viel Schaden. Wenn die da noch crittet die ganze Zeit, die wäre richtig OP. Ich kann jetzt leider noch nicht sagen, auf welchen Helden das jetzt gut wäre, aber das wird sich dann auch zeigen. Dazu kommt das wahrscheinlich später dann auch noch ein Video. Zudem, ich habe mich jetzt mal ein bisschen informiert und zwar über diese Dinge hier. Ich blende euch jetzt hier nochmal was ein. Und zwar, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt schon mal herausgefunden, also ich habe es nicht selber gerechnet, ich muss leider sagen, ich habe das aus dem Video rausgenommen von jemandem, der es schon vorgerechnet hat. Ich glaube, den verlinke ich dann auch noch unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall hat er mal berechnet, wie viel Ehre du da brauchst, um einen Helden auf das maximale Level, also hier auf 40 zu bringen. Und ja, also ich finde, das ist auch für Maxed-Out-Spieler viel zu viel. Also du brauchst allein jetzt schon 80 1000 pro Held, wenn du keine Heldenkopien oder sowas hast. Ja, weil ab einem bestimmten Level brauchst du auch Heldenkopien oder diese Steine hier, die kommen jetzt auch mal zum Einsatz, diese Eidestafeln, brauchst du auch. Also anstatt dass du halt die, ich glaube, 5 Stück auf Level 20 oder so warst und 10 Stück dann auf Level 40, brauchst du auch noch von denen Dinger was. Du brauchst so mega viel. Also gerade wenn du alles hier maxen willst von 0 auf 40, alle Helden. Brauchst du jetzt gerade schon 820.000 bis 840.000 Ehre? Das kriegt kein Mensch hin. Diese Ehre ist in dem Spiel eh schon viel zu begrenzt. Also vielleicht die besten, die ich jetzt kenne, so aus meiner Gilde, gucken wir mal, wer war denn da der Beste?
Ja, Woodrue, der bekommt vielleicht auch pro Gildenkrieg so 1500 Erde. Das ist auch nicht viel. 3000 dann pro Woche. Also, das ist nicht möglich, dass du das dann so schnell hinkriegst, außer du payst halt rein und kaufst dir die ganze Zeit irgendwie. Na, schade, da ist gerade nichts von Ehre. Also, außer du kaufst dir halt die ganze Zeit so ein Ding, payst rein. Also, anders ist es eigentlich kaum möglich. Ja, ich finde das ein bisschen schade und das Problem daran ist hier, wie ihr hier auch seht, das ist ja nicht die einzigen zwei Gebiete. Da soll nun mal was kommen, da. Und du bist dann irgendwann, du bist, wenn jedes Mal sechs Helden kommen, bist du ungefähr bei 400.000 plus pro, also 420.000 ungefähr, wenn du nochmal diese sechs Helden dann nochmal leveln willst auf Level 40. Das wird ja nicht nur die einzigen bleiben, die auf 12 hochkommen. Dann, ich habe noch ja gesagt, es gibt jetzt 12 Talente und da ist mir was aufgefallen. Also bei Skeletica wird halt nur der Schaden an sich erhöht und vielleicht die Abklingzeit, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber es gibt hier auch zwei Helden. Da haben sie halt irgendwie so ein Wort reingefügt. Anstatt ist immun gegen energieresistierende Held ist. Ja gut, das ist jetzt wirklich nicht der Rede wert. Da verkürzt sich halt die Abklingzeit und der Schaden und die Heilung wird erhöht. Da gibt es halt nur mehr Energie und Abklingzeit. Was gibt's noch? Bei dem, ja, es sind halt mehr Ziele. Anstatt 3 sind es jetzt 4. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Auf dem wäre, wie gesagt, das Stärken ganz OP. Dann Santaboom haben wir doch auch noch, oder? Nein. Death Knight. Das ist auch ganz cool. Obwohl, haben die das schon länger hinzugefügt? Ja, es sind anstatt nahe Verbündete sind es jetzt 7 nahe Verbündete. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt auf das Ding. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob es da auf 10 dann alle sind, die da in der Nähe sind. Auf jeden Fall ist 7 schon eine große Menge. Also, ja. Und er erhöht halt die Koma-Zeit. Dann haben wir noch bei Flood was Neues. Beschwörfliegen. Ja, gut, ich kann es jetzt nicht. Beschwerde. Fing die Abklingzeit wird nicht reduziert, aber die Energie. Ah, schön. Energie wird auch noch reduziert. Und was ich gesehen habe beim Paladin ist was ganz Wichtiges hinzugekommen. Und zwar auf 10. Also 95% ist ja schon mega OP, aber er stellt halt auch gleichzeitig wieder mit seiner kleinen Angriffsgeschwindigkeit, stellt er halt auch gleichzeitig wieder 30 Energie her, 15 und 30. Das ist auch schon ganz gut. Ich weiß nicht, Paladin könntest du dann als guten Tank vielleicht benutzen, wenn er das so weiter hat. Weil das ist ja stackbar, das hat ja keine Abklingzeit. Und deswegen, man könnte vielleicht jetzt den Paladin als guten Tank benutzen. Es wird sich dann auch noch zeigen und vielleicht, wenn du dem dann noch das Stärken auch gibst, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann bist du sozusagen permanent 95% Schaden weg und dann kann den halt keiner mehr irgendwie. Ja. So, jetzt habe ich nochmal was zu Sasquatch. Ich habe ja vorhin gesagt, er wird. Oh, also ich habe in der Aufnahme letztens gesagt, der wird sich zeigen, ob er OP ist. Ich nehme alles zurück, er ist OP. Den kannst du nicht besiegen. Der kann hier, guck mal hier, die normalen Dungeon gewöhnlich, macht der alle alleine fertig, komplettes Leben voll, das ist dem scheißegal. Experte kann der die meisten auch komplett alleine machen, sogar bei Meister. Also ich bin jetzt hier noch nicht bei Meister sehr viel, aber wenn ich den hätte, Alter, ich würde hier alles rasieren. Einfach nur deswegen, ich habe im Video gesehen, der Typ hat ihm Evo 2200 gebracht, schon Fähigkeitslevel 11, ist ja schon richtig viel, und hat ihm 8. Steinhaut gegeben und 5er Kriegsgardronen. Der ist dann zu mal so einem Experten-Dungeon hier gegangen, ich glaube es war 5 oder so, und hat ihn dann einfach mal durchrennen lassen. Ihr werdet es nicht glauben, das ist der einzige Scheißheld, der die komplette Base cleart, da stehen nicht mal mehr die Mauern, ja, und trotzdem noch mit vollem Leben weggeht. Das ist halt einfach so OP, dann gibst du ihm noch meinetwegen. Eine Blitzrolle, warte mal, was kann die nochmal? Ich hab das vergessen, shit. Was kann die Blitzrolle? Ich hab die noch nicht, das ist blöd. Angriffsgeschwindigkeit und eine Sekunde Koma-Immunität. Der hat ja schon so viel Koma-Immunität. Hier, guckt euch das mal an. Auf maximalem Level hat der ja schon nur 1,5 Sekunden, wo du ihn stunnen kannst. Mit der Schriftrolle ist es unmöglich, ihn zu stunnen. Er hat ja auch eine kleine Angriffsgeschwindigkeit. Ja, von 900. Dem kannst du. Und noch diese haltbare Heilung von 200%. Hier auf 10 von 10 ist es auch schon 200%. Das ist, die Abklingzeit wird halt nur um eine Sekunde runtergesetzt. Das ist noch viel zu OP. Also ganz ehrlich, ich würde euch raten, wenn ihr den Helden habt, zieht ihn sofort hoch und levelt den. Also der ist OP as fuck.
Das ist der einzige Held, wirklich. Das wird der neue Einzelspielerheld. Mit dem kannst du dann alles ficken. GK, FK, Fackelkampf, Festungskampf, Gildenkrieg. Kannst du überall benutzen. Der fickt dir alles weg. Einzelspieler, sowieso ist der gerade OP als Fackheld. Den kannst du einfach nicht töten. Klar, vielleicht gegen 8er Streuung ist es jetzt nicht so toll, aber dann wird er trotzdem auf Zeit gewinnen, weil seine Heilung kannst du ja nicht reduzieren. Also beziehungsweise nur schwer. Und die Helden, die es können, die sind zu schwach, um ihn zu töten. Selbst wenn die eine 8er Streuung hätten. Also, das ist scheißegal, du kannst ihn nicht töten. Nur so als Tipp von mir, wenn ihr den mal hier seht, sogar mit Zauber ist er schwer zu töten. Ich würde ihn nicht angreifen, wenn ich ihr wäre. Genauso ist es bei Rose. So wie bei Rose. Früher habe ich Rose nicht angegriffen, weil ihre Helikopter einfach zu OP sind. Ich habe auch in dem Let's Play gesehen, die Helikopter, die jucken den gar nicht. Die Helden können zu sechst auf den Typen draufgehen und das juckt den nicht. Der heilt sich 0, alle 0,2 Sekunden so viel wieder hoch. 1000%. Der hat ja sogar mehr Heilung als der fucking Grimmfein und der hat ja schon eigentlich sein Full Life voll. In einer Sekunde hat er das eh wieder. Grimmfein muss halt seinen Proc haben und es dauert halt, bis er das wieder kann, aber nee. Oh je, mal wird sich zeigen, ob der noch hoffentlich genervt wird, weil das ist einfach viel zu OP für alle Leute, die den haben. Also herzlichen Glückwunsch, ihr seid die OP as fuck hier auf eurem Level. Hat den eigentlich schon jemand von den ersten? Lass mal gucken. Elektriker, Rose Ding. Wo ist der dritte? Oh. Bin ich blind? Ja, vielleicht. Ich finde hier keinen sechsten Helden. Nee, ach da, Anubis. Gucken wir mal beim zweiten, weil bestimmt, den hat bestimmt wieder irgendjemand. Lass mal kurz gucken. Nee, Walla Walla haben aber schon viele, muss man sagen. Der ist ja noch nicht ausgebootes CC. Cooler Name, by the way. Minotaurus, Rose, Rudolf, was noch? Da sind 5 und da, nee, hat auch nicht. Ja, wir gucken jetzt nur noch kurz, ob den schon jemand hat. So wie es aussieht, noch nicht. Ja, so. Und jetzt hätte ich noch eine Bitte an euch. Falls ihr den Helden habt und auf eurem Account habt, würde ich es toll finden, wenn ich den mal ausprobieren dürfte. Ich gehe wirklich vertrauenswürdig mit den Daten um. Ich lösche die sofort nach der Aufnahme wieder. Ich behalte die nicht, das wäre sonst richtig blöd. Es wäre toll, wenn die anderen das aussehen würden, die halt hier das nichts haben, dass wir das dann den anderen auch zeigen können. Auf einem kleinen Level. Ich würde auch Gambrels für euch machen, wenn ihr wollt. Dazu schreibt ihr halt dann einfach einen Kommentar drunter und ich schicke euch dann meine Kontaktdaten, wo ihr mich dann erreichen könnt, auf Line oder per E-Mail oder sonst wo. Ja. Es wäre schön und nett. Und damit sind wir am Ende des Videos. Ich habe jetzt eh schon überzogen, das sind 25 Minuten. Es ist eh schon viel zu viel. Ansonsten wird es 40 Minuten mit den ganzen anderen Game Royals. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo und ein Like. Vergesst bitte, wenn ihr ein Abo da lasst, auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn ich ein neues Video rausbringe. Ich habe auf jeden Fall vor, mehr Castle Clash Content zu bringen. Auch wenn es vielleicht nur einmal die Woche ist, wird es auf jeden Fall kommen. Ja, ich würde einfach mal sagen. Ciao, Leute!